Haben Sie schon angefangen? Guten Tag, Herr van Feist. Ich startete gerade einen Versuch. Wie Sie wissen, empfange ich Sie sehr gerne, aber wenn Sie mir noch einige Stunden Zeit gewähren, dann habe ich auch erste Ergebnisse vorzuweisen. Nein, nein, Frau Peters. Es ist gut, dass Sie noch nicht begonnen haben. Wir müssen noch einige Änderungen vornehmen. Mir ist es gelungen, eine Sensation zu erwerben. Und wo da jetzt? In die Kajüte, Maas. Vorsichtig. Schön, schön. Nur gucken, schön. Nicht anfassen, Maas. Ja. Hinten ans Fenster. Mhm. Hey, komm. Das ist eine Kiste für den Transport. Ganz recht, Maas, eine Transportkiste. Öffnen. Ein Fisch. Ja, das ist ein Fisch. Könnte gefährlich sein. Der Fisch könnte gefährlich sein. Was glaubt ihr, was die Leute in Amsterdam dafür zahlen? Nein, tun Sie das. Wissen Sie, lassen Sie das Obst doch weg. Es geht um den Fisch. Gut. Ja. Der fremde Fisch. Oder der Fisch mit den gläsernen Augen. Nein, ich hab's. Der Fisch in gläserner Rüstung. Ist das nicht dein... Ein fabelhafter Name für ein so außergewöhnliches Werk. Äußerst geistreich. Wir wollen den Fisch in die Heimat bringen. Erlöst! Jakobs! Jakobs! Jakobs, er mit dem Fisch, das ist ein Befehl. Das ist ein Gib ihm den Fisch! Jakobs! Das ist ein Befehl! Lassen Sie mich durch diese Tür. Und dann? Wollen Sie desertieren? Wollen Sie mein Schiff verlassen? Gehen Sie. Und nehmen Sie Ihren Unrat mit. Wie bitte? Das ist eine Kostbarkeit. Ich meine nicht den Fisch, ich meine die Schale. Obwohl, wissen Sie was? Dieser Fisch ist genauso Unrat. Lassen Sie das doch weg, Mann! Bitte! Maas? Was ist mit ihm? Jakobs, helfen Sie dem Mann. Maas? Wie ich gesagt habe.
Was fasern Sie da? Helfen Sie dem Angefälligsten.